Liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei den Inka. Es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal mich hier rangesetzt habe. Zuletzt eine Staffel oder eine längere Session mit den Schweden mal wieder aufgenommen. Und muss mich hier wirklich erstmal wieder kurz orientieren. Ein bisschen komisch, wenn man zwei parallele Games laufen hat. Süßes Skandinavien hier nicht mal zu sehen. Wir sind fernab Europas. Aber Europa ist ganz nah mit Portugal, Kastilien, den Briten, den Franzosen. Wir müssen unsere Heimat, wie Ende der letzten Folge schon gesagt, verteidigen. Gegen die Invasoren aus dem fernen, fernen Europa. Ich muss erstmal kurz schauen, wo wir stehen, wohin wir gehen. Ich bin wirklich kurz ein bisschen raus. Ich glaube, hier bin ich erstmal zufrieden. Wir haben einiges an Staaten noch, okay. Konvertieren. Das dauert mir alles zu lange. Wir können ein bisschen was bauen, aber da horte ich das Geld erstmal zusammen. Das Zeitalter der Reformation endet recht bald, das ist auch klar. Wir können in Ideen investieren, aber wir wollen natürlich erstmal, ja, die wichtige Tech 15, ne? Mit der Landmoral und Militärtaktik. Da können wir dann militärisch wirklich aufschließen, beziehungsweise den Anschluss herstellen vielleicht. Tech 16 ist, glaube ich, nicht ganz so relevant. So, dann unsere Truppe schon mobilisiert zum Krieg, gerüstet. Haben wir schon Ansprüche? Jawohl. Gegen Shorty, Corti, ganz alleine auf der Welt stehen sie da. Hier können wir auch einen Anspruch herstellen. Erster Krieg um Mittelamerika, um den Briten. Britisch Mexiko ein bisschen zuvorzukommen, vielleicht auch. Dann kurz orientieren, wo sind unsere Kolonien unterwegs? Okay. Hier noch eine, da noch eine. Ah ja. Müssen die 1000 Mann hier noch rüber, ne? Jawohl. Kleiner Fokus jetzt erstmal hier in Richtung Mittelamerika, dass wir das Land absichern. Und dann hier die Küstenlinie, würde ich sagen, machen wir sicher. Hier ist schon Aragon, ne? Wahnsinnig frech. Und dann runden wir so ein bisschen unsere Grenzen ab, gucken, dass Rio de Plata vielleicht nicht zu übergriffig wird. Unser neuer gewonnener Vasall, auch gut. Können wir hier vielleicht auch die noch vasallieren, wenn wir dann da hinkommen. Deshalb brauche ich immer schon mal die Beziehungen hochziehen. Dauert alles im Moment, erstmal kurz orientieren, wo wir stehen. 1609, können wir also gleich mit der Annexion auch beginnen. Wir haben 40.000 Mann unter Waffen, wir haben 5.000 Mann mit unserem Conquistador, der ein bisschen Aufdeckung betreibt. Oh, hier auch die Dänen. Farblich natürlich alles ganz gefährlich hier zum Inka-Reich, aber sei es drum. Und unser Entdecker ist unterwegs. Ha. Wie gerufen. Wir wollen jetzt natürlich wissen, was geht vor in Europa, deshalb ruhig den, wartet, Nordostpazifik, nein, Nordatlantik. Was ich hier sehe, spannend. Aragon scheint komplett oder nahezu komplett die Iberische Halbinsel zu kontrollieren. Ebenso Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, die Balearen. Interessant. Ich bin auch sehr gespannt, wie Dänemark aussieht. Erinnern wir uns, Aragon ist die zweitgrößte Macht. Das habe ich noch nie erlebt. Ein so starkes Aragon, das Portugal und Kastilien gezwungen hat zu emigrieren. Portugal ja nach wie vor unser Alliierter. Aber es ist natürlich auch eine Art Zweckbündnis erstmal. So. Ich würde sagen, warum groß Fackeln? Jetzt sind sie mit Yucatan im Bund, aber ganz ehrlich, das ist mir relativ egal. Ach, das ist sogar eine ganz andere Nation hier. Interessant. Aber wenn wir Pipil uns holen, haben wir dann den Anschluss auf jeden Fall. Stopp hier. Auf geht's. Oh, jetzt habe ich den Heerführer hier noch gar nicht drin. Beziehungsweise habe den Heerführer in der falschen Armee. Die Moral ist noch nicht ganz da. Oh, schick sehen sie aus. Mit der Muskete in der Hand.
und dem Goldschmuck auf dem Kopf. Aufgrund der technologischen Überlegenheit und der numerischen Überlegenheit wird das alles gar kein Thema. Wie sieht es finanziell aus? Plus 13,4. Wir investieren, glaube ich, auch relativ viel in unsere Berater. Jawohl. Ei, ei, ei. 21, 22 Dukaten. 22,25. Armee kostet auch relativ viel. Flotte billig. Kolonien, ja, ja. Aber wir verdienen Schweinegeld eigentlich. Aber wir bezahlen auch sehr, sehr viel. Ist das hier der schnellste Weg über Honduras? Ich direkt die Hauptstadt belagern. Und in Olancho stellen wir sie. Das wird ein ganz, ganz entspannter Krieg für uns. Wir werden hier gar nicht irgendwie Missverständnisse aufkommen lassen. Schön, mal wieder mit den Inkern zu spielen, muss ich sagen. Wirklich, freut mich. Ich hatte sehr viel vorher aufgenommen. Bestimmt jetzt 2 Wochen oder so nicht gespielt. Das Schöne an der Sache... Moment mal. Leute. Wie ist das gerade passiert? Habt ihr gesehen, dass ich da gerade mit weißer Fahne marschierte? Das ist ein bisschen irritierend. Aber gut, sei es drum. Mir fehlen irgendwo 1000 Mann, um meine Kolonie zu bewachen. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Also ich habe jetzt wirklich bestimmt 2 Wochen oder so nicht gespielt. Also wirklich lange her. Für einen EU. Deswegen freue ich mich umso mehr und das Gute ist eben, ich bin jetzt wieder auf Höhe der Zeit. Auch mit euch, mit den Kommentaren. Ich kann da ein bisschen besser auch drauf eingehen. Ne? Ich kann hier nicht durch, ne? Liebe Itza, wäret ihr so freundlich? Ah, die Itza ist wahrscheinlich nicht das Problem, sondern... Ach shit, ich brauche auch hier einen Militärzugang. Dann würde ich... Habe ich jetzt aber zu viele Beziehungen, vermute ich. Oh, 5 von 5. Wir haben sogar eine extra. Na wunderbar. So, ganz kurz das nicht vernachlässigen. Einen neuen Berater. Kolonialreichweite Beziehungsweise. Das ist nicht so toll, ne? Ich will jetzt nicht. Die sind halt auch Quatsch. Nehmen wir halt den. Profitieren wir dann nur vom Machtpunkt. So, das wird schnell gehen. Dann müssen wir die Yucatan rausnehmen. Einfach ihre Hauptstadt belagern. Dann machen wir hier mal immer weiter. Dann werden wir uns Schritt für Schritt uns Mittelamerika einverleiben. Ganz gemütlich. Wie entspannt dieses Inka-Reich ist. Und wie großartig. Also ich habe jetzt wirklich beobachtet, natürlich auf die letzten Folgen, wie die geguckt worden sind. Wahnsinn. Ich hatte ja irgendwie die Annahme, ja gut, mutmaßlich wird das Schweden-Let's Play irgendwie das Spannendere bleiben. Aber da sind wir jetzt natürlich auch schon in Folge 50 oder so und jetzt nehme ich jetzt Folge 16 auf, was ein bisschen lustig ist, weil, ne, auch schon mitten im 17. Jahrhundert stehend. Entspannt. Gut, die Zeit verging halt wirklich wie im Flug. Aber so ist das, wenn man Spaß hat. Okay, bevor ich hier baue, erstmal den Krieg abwickeln. Hier machen wir einfach nur einen weißen Frieden und... Klar, ich könnte mir auch das Land schon... Aber auch nicht. Moment mal. Ihr seid nicht mal bereit. Ich halte eure Hauptstadt, Leute. Na dann, machen wir weiter. Aber ja, scheinbar ist das ziemlich spannend. Dieses Let's Play. Und das geht mir ja genauso.
habe es jetzt eine Weile liegen lassen. Merke aber auch, dass ich wirklich wieder irre viel Bock drauf habe. Freue mich sehr, jetzt endlich weiterspielen zu können. Und wie schnell das jetzt hier auch geht, ne? Ruckzuck wird hier durchkolonisiert. Können wir gleich den nächsten Krieg anzetteln gegen die Miskito. Die will ich eigentlich nur rausnehmen. Gar keine großen Ambitionen. Oh, zack. Ha! Okay, weil wir in der Schlacht sind. Komme ich zu spät, zu helfen? Ja. So, soll ich das nochmal überlegen mit meinem großzügigen Angebot? Wie ist es? Ach, auf einmal. Aber das Angebot gilt so nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr zahlen. Kommt natürlich äußerst glimpflich davon, muss man sagen. Dann Frieden. Hier kommt nicht ganz so glimpflich davon. Prima. Hier können wir den Anspruch direkt auch aufbauen. Jetzt geht es hier mal ein bisschen voran. Jetzt machen wir nämlich mal ein bisschen Aktion. Und hier schicken wir dann gleich den... Ah ne, da haben wir den Diplomaten schon unterwegs. Prima. Interessiert es mich, mit wem ihr verbündet seid? Eigentlich nicht so richtig. Eigentlich ist es egal, ihr seid so hinter der Zeit. Ich habe keinen Kriegsgrund. Ich habe einen Kriegsgrund. Ich glaube, der Monat musste noch rumwechseln, ne? Ja. Aber bevor ich das mache, bevor ich wieder im Kriegszustand bin, kann ich hier noch die Annexion mal anschieben. Dauert auch ein paar Jährchen. Bisschen was Größeres hier an Entwicklung scheinbar. Dadurch auch der Vorstoß in den... Unser erster Atlantikhafen. Naja, doch, schon. Ne? So richtig in die Richtung zumindest. So. Führen wir hier noch einen knackigen Krieg. Oh, da kurz einen Prozess. Und können hier direkt den nächsten Anspruch aufbauen. Den brauchen wir nicht mehr. Ist der Verbündete nicht mal mitgezogen. Da sind sie sogar. Borteguara. Unterstützt uns. Oh, das können sie ja dann machen. Das macht mal unser Vasall. Regen bringt. Guayara Fruchtbarkeit. Okay, fand ich ja mehr ausgelöscht, dann nehmen wir die Provinz auch noch ein. Den Rest kolonisieren wir möglichst schnell durch. Und dann stoßen wir jetzt, ja, Schritt für Schritt immer tiefer hinein. Das wird jetzt das Projekt auf jeden Fall Mittelamerika zu sichern vor den Briten. 55 Tage ist. Ruckzuck geht das, Leute. Oh, 10 Dukaten. Nächster Sieg. Nächste Provinz für das mächtige Reich der Inka. Was macht unser Entdecker? Ist noch unterwegs? Oh, okay. Da ist er unterwegs. Ich will unbedingt wissen, was in Europa vor sich geht. Eine ausgezeichnete Initiative. Wie steht es hier um unsere Beziehungen? Ja, wird ein bisschen schwieriger vielleicht auch wieder mit der Vasallierung. Aber da es hier keinerlei Bündnisse gibt, werden wir da natürlich einfach militärisch vorgehen dann. Und sie unserem Reich hinzufügen. Also für mich muss ich auch sagen, dass die Spannung dieses Let's Plays lebt auch so ein bisschen von der ungewohnten Position. Das ist aus Mittel- und Südamerika herausspielend. Und dann auch erstmal zu entdecken, was überhaupt in Europa alles passiert ist. Also scheinbar Aragon. Hat hier komplett, wow, sogar Nordafrika genommen. Der Wahnsinn. Großbritannien hat sich geformt. Dänemark scheint Schweden geschluckt. Das ist ja irre. Das ist man einmal nicht in Europa, Leute.
Die Lage eskaliert komplett. So die ganz wichtige Tech 15 genommen, wobei Tech 16 jetzt auch nicht ganz so schlecht ist. Aber plus 1 Moral ist schon enorm. So. Wir annektieren, wir bauen hier Ansprüche auf. Wir können hier auch schon weitere Ansprüche formulieren. Ruhm für die Armee. Ja, sie hat ihn sich auf jeden Fall verdient. Es ist irgendwo eine Kolonie fertig geworden. Ich habe nicht aufgepasst. Naja, hier, das geht schnell. Ist die Frage, wo wir ansetzen. Wir hier erstmal. Kaufleute gewinnen, Klerus verliert. Kaufleute haben gerade sehr viel, deshalb machen wir es mal andersrum. Ah ja, schaut an. Großbritannien gegen das Aztekenreich. Das Rennen um Mittelamerika ist somit eröffnet. Ich muss hier mal ein bisschen mehr mit meinem Conquistador mal unterwegs bleiben, glaube ich. Da kann ich gar nicht hin. Ah ja, da geht's rum. Ja. Das wirklich das auch mal komplett aufdecken jetzt hier für uns. Gibt dann doch jetzt auch mehr zu tun, ne? Die Zeit vergeht ja nicht mehr ganz so schnell. Afrika? Warum nicht? Westafrika? Neuer Rivale? Neben den Briten können wir wählen. Spannend. Frankreich, Savoyen. Erstmal nicht so die große Rolle für mich spielend. Wir müssen uns natürlich mit den Kolonialmächten annehmen. Das ist eigentlich britisch-Mexiko, beziehungsweise sind die Briten. Was denn hier passiert? Die Briten werden ein Problem werden für uns. Aragon ist tendenziell, was ist denn das hier? Ist ein Problem? Frankreich noch nicht. Aragon natürlich verbündet mit Portugal. Aber ich sehe da keinen Weg dran vorbei. Es muss eigentlich die Rivalität zu Aragon sein. Die mögen uns ohnehin nicht. Muss sogar zwei, nein. Aber wir sind hier auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den großen Nationen Europas. Militärisch natürlich noch nicht so ganz, aber wir haben halt den Heimvorteil. Wir können den Krieg nicht nach Europa tragen. Wir verfügen über keinerlei Flotte oder dergleichen. Aber wir können weiter dran arbeiten, wir können ein bisschen investieren. Ihr seht, hier lohnt sich's kaum. Das lohnt sich noch ein bisschen. Das können wir noch bauen. Erste Manufakturen vielleicht mal. Jawohl. Welche ist denn das? Für Handelsgüter. Bauen wir hier eine. Ja, die alles, was so über 50 bringt, das sollten wir, also 0,5, sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Sind wir hier gleich fertig, da gleich fertig. Wir werden jetzt so einen Dauerkrieg führen um Mittelamerika. Asunción. Eine neue Kolonie für uns. Oder ein neues Stück Land für uns. Ich überlege, ob ich hier mal mich runterarbeiten sollte. Ich glaube, das mache ich. Ah, da fehlt mir jetzt ein. Können wir den hier abrufen und hier hinsenden, dass wir bei 5 Kolonien bleiben zumindest. Aber die Küstenlinie jetzt absichern. Das hier wird über kurz oder lang Krieg bedeuten. Das ist wirklich unser absolutes Kernterritorium, in das sie sich davor gewagt haben. Das darf nicht ungestraft bleiben. Anspruch aufbauen. Oh, dann können wir. Oh, voilà, du bleibst hier. Gleich hier. Wir haben Westafrika. Oh ja. Wow, Savoyen, französisch Niger. Und auch da die. Es ist komplett irre, was in Europa passiert. Also, welche Nationen da unterwegs sind, ist der Wahnsinn. Russland, Osmanen, Aragon. Savoyen auch so stark. Kastilien, Portugal komplett rausgekickt. Polen, Polen-Litauen scheinen auch komplett hingerafft worden zu sein. Keine Österreicher zu sehen. Mamelucken auch schon komplett
demontiert scheinbar von den Osmanen. Aber gut, das ist soweit so normal, muss man sagen. Wir müssen gar nicht gucken, gegen wen wir eigentlich noch. Oh, ich hab mit jetzt. Gegen wen wir hier eigentlich in den Krieg ziehen. Es muss uns nicht groß jucken. Militärtech 15 gegen 10. Teilweise 9. Und die Azteken werden komplett annektiert. Ja, Mittelamerika versinkt jetzt im Chaos. Von außen die Mächte, die Großmächte Inka und Britannien Druck machen. Und im Innern versuchen sie zu retten, was zu retten ist. Leider haben wir gerade einen sehr schlechten Herrscher. Kanchari auf dem Thron. Müssen wir mit viel Geld gegensteuern über die Berater. Ein neuer Sapa Inka. Ja, komm, das ist Timing, Leute. Wobei, der neue Sapa Inka Tito Kusi Yupanaki, der erste aus dem Hause Hanan, 15 Jahre jung, ein unfruchtbarer. Na gut, aber er hat viel Zeit an einem Nachfahren. So, aber ein bisschen besser, was militärisches und administratives Geschick angeht. Diplomatie ist nicht seine Sache. Merkantilismus. Prestige, Legitimität, wir nehmen Merkantilismus. Investieren noch in eine. Was? Jetzt kickt auch langsam die Inflation hier rein, ne? 12,24% sind nicht. Ohne. Wow. Wow, okay. Mein Sapa Inka, die Bastarde aus Aragon haben uns den Krieg erklärt. Bereitet euch auf den Kampf vor. Sie deklarieren heiliger Krieg als Kriegssohn. Damit habe ich ja im Leben nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Bin hier in die Folge reingegangen und dachte, na gut. War wieder eine entspannte Session mit den Inka. Ich dachte, wir sind so stark. Wir sind, haben so schnell aufgeschlossen. Und jetzt erklärt uns Aragon den Krieg. Puh, durchatmen. Tief durchatmen. Erstmal scheint es nur Aragorn zu sein. Sie wollen Überlegenheit, ist das Kriegsziel. Sprich, das Ganze geht, der Kriegsstand wird über die Schlachten gehen. Zur See haben wir keine Chance. Das heißt, unsere Flotte müssen wir auf jeden Fall nach Hause rufen. Ah, die Flotte scheint mir fast verloren. Flotten heimrufen, gucken, was wir retten können. Jetzt habe ich natürlich hier gerade einen Krieg vom Zaun gebrochen. Ich nicht weiß, ob ich den so gewinnen kann, wenn ich gleichzeitig... Also ich kann ihn gewinnen, aber ob ich ihn so zu Ende bringen kann, wenn ich gleichzeitig mich gegen Aragorn stellen muss. Haben wir schon irgendwo Truppen im Blick? Im Leben nicht mitgerechnet. Es kann natürlich passieren, dass Aragorn Verbündete reinruft. Wer wäre da möglich? Litauen, Österreich. Portugal war verbündet, haben offenbar gebrochen. Gut, ich sehe jetzt aber nicht, dass Litauen und Österreich Flotten mobilisieren können, um wirklich Truppen hinüberzubringen. Sie selbst verfügen über 40 Transportschiffe allerdings. Also die Flotte ist schon enorm. Aber wir sind zahlenmäßig sogar überlegen. Portugal an unserer Seite beigetreten. Oh wow. Habe ich jetzt gar nicht auf den ersten Blick gesehen. Dadurch auch die komplette Karibik natürlich auf unserer Seite stehend. Das ist stark. Oha, da gibt es so noch Reste von... Porto wird von Marokko? Was ist denn hier los in diesem Spiel? Was zur Hölle? Ihr scheint das doch portugiesisch zu sein, aber warum? Ich bin so gespannt am Ende dieser Kampagne auf die... Ihr wisst, was ich meine, auf den Zeitstrahl zu sehen, die ich jetzt gerade nicht finde. Alter. Ich bin hochgradig verwirrt. Also... Wir sind mit Aragorn im Krieg. Aragorn sehr, sehr mächtig. Haben eine starke Transportflotte. Wir haben hier noch diesen Krieg in Mittelamerika. Den können wir relativ schnell abwickeln, denke ich. Deswegen, wir teilen uns mal auf. Oder wie weit seid ihr hier? Bei 3. Also, ich entsende mal eine Armee. Schon mal in Richtung Aragorn, um hier der Kolonie Herr zu werden. Wir schicken die Flotte heim. Wir können dann eventuell noch mehr Truppen ausheben. Vielleicht zumindest nochmal so 10.000 Mann oder so. Und dann müssen wir gucken, wo sie ansetzen, wo sie landen wollen. Wir haben das nicht verhindert. Zur See sind sie uns massiv überlegen. Aber wow.
Habe ich nicht mitgerechnet. Habe ich nicht gedacht, dass die Europäer es wagen werden. Aber warum auch nicht? Wenn dann jetzt, ne? Noch haben sie den technologischen Vorsprung, wenngleich nur eine Technologiestufe. Das ist alles noch zu verkraften für uns. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Aragorn gegen die Inka. Ciao.